Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge LS22 hier auf der Fox Farm. Und schaut mal, wir sind jetzt schon fleißig an Silageballen herstellen. Schwadern, mähen, wickeln, pressen, alle zusammen. Geballte Case Power hätte ich jetzt mal hier, ne? Also, der Schwadmäher, der macht voll sein Ding und die Ballenpresse kloppt die ein Ei nach dem anderen raus. Fährt aber unglaublich langsam. Also das Ding reißt ja quasi gefühlt in der Zeit zurück. Aber ist ja auch real. Da kommen über 100 Ballen hinten raus am Ende. Ist schon okay. Ne? Und der Schwader hier, der zieht übelst durch. Also mit dem Quadrat, das macht voll Bock. So, nicht hochfahren. Das dauert wieder ewig, bis es runterfährt. Ja, da hat der Helfer echt immer richtig Ambitionen. Oh, ich merke gerade, das platztechnisch hier mit dem Telegrafenmasten ja nicht so schön. Müssen wir mal gucken, dass wir hier irgendwie besser ranmanövriert kommen. So. Schade ist, man muss hier immer dabei bleiben. Also der findet nicht alleine genau zwischen den Schwaden hier seinen Weg. Ist echt schade. Jetzt wäre mit Curseplay wieder cool. Aber gut, haben wir gerade nicht. So, Abfahrt. Jetzt macht der Helfer hier sein Ding. Na, da werden Ballen gepresst. Da vorne kommt der Schwadmäher zurück. Ey, das ist hier eine Grasproduktion. Der Hammer. Guckt euch das an. Wie effizient. Und genau deswegen wollte ich den Schwader. Weil jetzt packt der nämlich die ganzen Grasschwade schön zusammen. Was halt nur Ewigkeiten dauern wird, ist das Pressen. Wir könnten in der Zeit hier mit einem Düngerstreuer rüberfahren. Da wäre er noch lange nicht fertig. Werden wir wahrscheinlich auch machen, denke ich mal. Na? So, das ist ja mal ein Timing hier. Da kommt der nächste Ballen raus. Toll. So. Just in time. Guck dir das an. Sehr schön. Ah, Quadrak ist schon was Schönes. Ich habe mir da richtig drauf gefreut auf dieses Fahrzeug. Ach, und jetzt haben wir ihn endlich. Ich persönlich bin sehr zufrieden gerade. Warte mal, wir könnten aber wirklich bald mit dem Düngerstreuer hier antanzen, oder? Weil jetzt müssen wir wieder warten, bis der Schwadmäher fertig ist. Vorher können wir nicht viel anstellen. Und, naja, auf die Ballenpresse brauchen wir eh nicht warten, bis das Ding mal irgendwie den Streifen hier beendet hat. Da haben wir wirklich schon September, da können wir mit der Aussaat beginnen. Ja. Naja. Aber so habe ich mir das vorgestellt. Genau so. Und ich bin echt froh, dass das funktioniert. Das ist schön. Jetzt ist aber die Frage, dann brauchen wir theoretisch diesen Bandschwader ja nicht mehr, den wir haben, oder? Dann würde ich den tatsächlich eintauschen wollen. Ja, ich glaube schon. Also, das hintere Segment dauert ewig, bis es absenkt. Gut, kann ich mit leben, ist jetzt nicht so schlimm. Wir haben ja nicht so viele Wendemanöver hier. Aber wie gesagt, jetzt müssen wir erstmal warten, bis der Schwadmäher zurückkommt. Und naja, die Ballenpresse müsste hier eigentlich immer vorher Wände wegräumen. Wäre jetzt nicht verkehrt, glaube ich. Mega geil. Schön. Also der Trecker ist cool. Warte mal, warum ist denn das so leise? Was habe ich denn eingestellt? Wir müssen machen, gucken. Wir haben schon wieder 42 Ballen gepresst. Da sind aber, glaube ich, die Heuballen mit dabei. Nö, 50 ist okay. Da kommt der Schwadmäher. Da können wir gleich die nächsten Schwade ziehen hier. Sehr schön. Ja, macht mega Bock. Ey, ohne Quatsch. Mittlerweile, warte mal, in der Zeit, wo wir hier so rumstehen, so dumm, können wir doch eigentlich mal gucken, was hier fahrzeugmäßig mit bei diesem neuen DLC mit dabei war. Weil das ist ja unfassbar. Warte mal, Markierungsspray, das ist schon Beispiel neu. Hier kannst du Bäume anmalen. In jeder Geschmacksrichtung. Diverse, ist hier irgendwas bei? Also diese Platinum-DLC, ne? Da war ja, wow.
Mö, mö, mö. Nö, 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 nö. Oh, hier ist ein Nisch dabei. Staunig, ja. Radlagerwerkzeuge vielleicht. Ja, guck mal hier. Volvo BM. Eine Schaufel. Platinum Expansion. Ah, für den alten Volvo-Radlader. Na klar. Oh, guck mal hier. 3600. Da war auch ganz viel mit Berg. Also hier mit Erdarbeiten Zeugs mit dabei und so. War ganz komisch. Irgendwelche Steinbrecher und so was. Da müssen wir gleich mal gucken. Was ist denn das hier? 5000 Liter. Ach stimmt, da war ein Riesenradler dabei. Hier, so ein fetter Okolyt. Okay. Ey, also da. Boah, Leute, ohne Quatsch, da sind so viele Sachen dabei bei dem DLC. Boah. Völlig unklar. Wir können neu schwarz schwaden. Guck mal, die Ballenpresse kommt nicht dichter. Nur der macht da hinten einen Ball nach dem anderen, aber dichter kommt er nicht. Was wollte ich denn jetzt gucken? Genau. Irgendwelche Steinbrecher hier schichten. Steinsammler. Nee. War das hier bei Forst? Oder erzähle gerade Quatsch? Dann habe ich dir dann irgendein Video gesehen. Aber guck doch mal hier. Also die beiden Anhänger sind jetzt nicht dabei, aber eine neue Fräse ist für einen Bagger. Ist das genau für einen Bagger? Gibt nämlich Bagger. Guck, da. Was ist das denn? Oh. Oh ja. Schuppenrinden, Hickory, amerikanische Ulme, Zypresse, kanadische Felsbirne, Fichte, Kiefer, Pinie, Birke. Geil! Oh, wie schön. Und damit können wir denn auch mal so eine schöne Baumreihe pflanzen. 240 Bäume sind da drin. Das ist viel. Ich glaube, in der originalen Palette sind 20. Ist schon krass. Wahrscheinlich werden die noch länger brauchen zum Wachsen. Aber was soll's, ist ja egal. Warte mal, Tieflader? War noch neue Tieflader mit dabei? Hier, guck mal. Hier kannst du den Boden an der Seite noch rausfahren. So, unfassbar viel Quatsch. Wirklich viel, viel, richtig viel. Also, ich glaube, das DLC, also das Platinum-Addon, kostet irgendwie 20 Euro oder was. Aber da kriegst du echt haufenweise Krempel für. Ist eigentlich ja nicht so verkehrt. Zumal, wenn einer auf Forst steht, denn auf jeden Fall. Ich glaube, da irgendwie so eine Transportseilwinde war da auch irgendwie mit bei. Und da muss ich aber erstmal genauer gucken, wie das war. Unfassbar. Also echt viel. So, er macht hier so Dinge. Er wird noch eine Weile brauchen, oder? Ja. Ist aber ganz fein am Durchfräsen durch das Grasschwad. Cool, da hinten kommt der blanke Geld hinten raus. Wir können ja nochmal gucken. Hier, das ist doch das Ding hier. Koller Force Technik. Was macht das? Mit dem Gewicht. Okay. Das ist eine Seilwinde. Eine Hochseilwinde. Aber wie verbindet man denn das miteinander? Braucht man denn das Ding auch noch? Wer bist du? Ein Seilkran wird zum Transportieren von Baumstämmen aus dem Wald verwendet. Dieser Seilkran kann zu Bergauf- und Bergabseilung verwendet werden. Okay. Hier sind nämlich Holzanhänger mit dabei. Und LKWs. Also diese Platinum. Wow. Ey, der Kollege ist da. Kommt sie durch? Er hört einfach auf. Nee.
So, hier liegt wieder Gras beim Nachbarn. Das ist doch Käse. Wie kriegen wir das am besten weg? Da müssen wir hier immer langziehen, oder? Also das meckert da doch gleich wieder. Von wegen, ey, komm mal weg hier, das ist nicht deins, verschwinde. So, aber da dürfen wir hier eigentlich? Ja. Okay, bis auf den ekligen Klecks da haben wir alles wegbekommen. Da kann ich mit leben. Und dann werden wir hier erstmal das Feuerwände aufräumen. Oh, schön hingelegt hier wieder. Wollte ich gar nicht haben hier, aber sollte eigentlich funktionieren. So, Helfermarsch. Ja, wie gesagt, wenn da so ein bisschen Gras an der Seite liegen bleibt, bin ich da jetzt nicht so böse drum. Vorteil, der Schwadmäher kommt zurück. Dann können wir mit den Schwader gleich nochmal eine Runde drehen. Und dann dürfte der auch bald fertig sein. Wie gesagt, wer hier wieder ewig am Rumtrödeln ist, ist Kollege Ballenpresse. Aber es sei verziehen, dafür, dass der Helfer Ballen presst und wickelt. Da kannst du ja nicht meckern. Also das ist so eine Arbeitserleichterung, dass der Kollege das hier alleine macht. Geil. Ja, ihr guckt, Case am Start. Mega. Und wahrscheinlich dachten viele, oh, jetzt steigt er um auf John Deere. Nö. Wir sind aber trotzdem relativ sortenrein, in Anführungsstrichen. Also wir haben Klaas, wir haben John Deere, wir haben Case. Okay, wir haben eh einen Ford-Traktor, aber... Und einen Kubota und... Naja, gut, okay, Messi Ferguson haben wir auch und da geht schon los. Alles klar. Gut, aber eigentlich, ne? Also die Haupttraktorenmarke, die mir am liebsten ist eigentlich Case. Ich muss aber leider dazu stehen... Was heißt leider? Ist ja auch totaler Quatsch, wenn man sich daraus irgendwie so... So eine Fraktion bildet oder so, aber die... John Deere-Traktoren... Ich gehe mal ein bisschen weiter weg, ist gerade sehr laut. Die John Deere-Traktoren... Die sind echt nicht hässlich. Die gefallen mir, wenn ich ehrlich bin, richtig gut. Manche Modelle davon. Ja. So, wenn der hier fertig gepresst hat, dann schicken wir da drüben gleich wieder auf die Bahn. Dann werden wir hier die Ballen wegräumen und dann werden wir weiter schwadern mit unserem wunderschönen Quadrack. Mega, ich hab da übelst Bock drauf. So, komm, hör mal auf hier mit dem Quatsch. Einfach durchziehen, nicht anhalten. So. Na, ihr kickt auch, was hier abgeht, wa? Das ist aber nicht zum Spielen, ja? Lasst mir die bitte heile, die Dinger. Ich hab das Gras nicht für euch eingewickelt. Ich brauch das selber. Da braucht ihr ja nicht abhauen. So. Ausrichten und losschicken. Helfermarsch. So. Oh, ist das toll, dass er das alleine macht. Ehrlich, das ist so... Wow, das war im 17er und so schon und im 19er mal mega nervig, dass der Helfer das nicht machen konnte. Weil ich mache das ja gerne. Aber bei so einer Wiese, bei so einem Feld hier, irgendwann hört der Spaß auch auf, ne? Wenn zu monoton und zu eintönig und langweilig wird, dann... Ja, irgendwann verlierst du halt wirklich den Spaß daran. So. Und ich habe die ganze Zeit schon überlegt, ob ich zu dem neuen Platinum-DLC vielleicht ein neues Projekt anfange. Wäre so ein reines Forstprojekt. Dann dachte ich mir wiederum, ich glaube nicht, dass ich da persönlich so viel Spaß dran hätte, weil ich mache ab und zu im LS schon gerne Forst, aber nicht durchgehend. Und wenn, dann habt ihr schon mitbekommen, wie ich das am liebsten mache, ne, mit einem Harvester, der ordentlich Bäume schneiden kann, auch in verschiedenen Längen. Mit einem Baumstamm Autoload-Anhänger und fertig. Also nicht hier mit Baumstämme alleine beladen und bla. Und da habe ich persönlich ja keine Ambitionen für, überhaupt nicht. Also ist ja nicht mein Ding. Definitiv nicht. Ich war schon erstaunt, dass ich auf der Elm Creek Map hier die Rundballen in diesem Ballenschlauch wirklich geschmissen habe. Von Hand. Wo ich mir hinterher so dachte, verdammt. Ja. Weil ich bin manchmal echt eine faule Socke in Bezug auf Feldarbeit.
Deswegen, so, Helferin und wir gucken einfach zu. Das ist auch Genugtuung alleine schon. Na? So, guck. Da wird geschwadert, gepresst und gewickelt. Da drüben wird gemäht. In Schwarte legt. Fantastisch. Nö, manchmal ist schon schön. So. Das heißt halt einfach abwarten und gucken. Sobald der mit seinem Mähen fertig ist, könnten wir hier dann halt zu Ende schwadern. Und mit einem Düngerstreuer immer drüber peitschen hier. Wie gesagt, bis der da fertig gewickelt hat, da verjähren noch ein paar Monde. Vorspulen wäre aber auch Quatsch. Das heißt, ich bin dann erstmal gebunden, bis die Ballen fertig sind. Frage nächste, werde ich die Ballen dann alleine wegbringen? Oder bringen wir denn die nochmal zusammen weg? Oder? Das ist eine gute Frage, ich weiß. Naja, kriegen wir schon hin. Ich bin mal gespannt, ob das aufgeht mit der Anzahl der Schwade. Dass wir dann nicht da hinten am Feldende anhalten, sondern mir wäre am liebsten hier vorne an der Straße. Ne? Da hätte ich eigentlich die meiste Freude dran, weil dann brauche ich nicht quer über den Acker nochmal hackeln, sondern könnte gleich von der Straße aus ab nach Hause. Wir werden sehen. Aber ich muss ehrlich sagen, so ein Silageballen, wenn er die auf der Wiese liegt, das hat so einen leicht beruhigenden Effekt. So blöd es auch klingt. Ihr müsst euch wahrscheinlich alle gerade wieder am Kopf fassen und denken, was ist mit dem? Aber ich finde das schön, wie das da so liegen tut. So. Manuel hat gestoppt. Macht ja nichts. Ja, und Helfermarsch. So. Fahren viele Frauen, ne? Die haben Bock auf Traktorfahren hier. Guckt sie einfach eingebildet weg. Was willst du machen? So. Ah, ich glaube, das geht nicht auf. Vielleicht machen wir am Ende nochmal so ein richtig dickes Schwad. Werden wir sehen. Wir fahren hier auf jeden Fall hoch zum Feld. Kommen nochmal zurück. Fahren nochmal hoch und kommen dann zurück. Also theoretisch passt das ja doch. Mal wieder hier rumtänzelt. Dong, dong. Habe ich vorhin schon gesehen. Aber arbeitet sehr sauber, ne? Ich glaube, der Klaas Schwader war eine sehr gute Investition. Guck mal, wie schön der die Schwade gepackt. Da ist nicht so, dass an der Seite irgendwie ab und zu was rauslunkert, sondern die liegen wirklich exakt. Sehr angenehm. So. Dass die Ballenpresse am Pressen. Schön. Aber müsste doch eigentlich vom Zeitraum bis zur Reife der Silageballen hinkommen bis Januar, oder? Mit dem Verkaufen, dass das von Grasballen zu Silageballen reif. Ich glaube, 2 Ingame-Tage oder so. Und dann bist du eigentlich schon durch mit der ganzen Materie. Weil sobald die gewickelt sind, fangen die an zu gären. Deswegen sollte das ja eigentlich locker vom Zeitpunkt alles passen, dass wir dann haufenweise verkaufsreife, fertige Silageballen haben, wenn denn der Zeitpunkt dafür da ist. Ach, das wird so toll. Wie gesagt, den ganzen Arbeitsquark hier noch komplett automatisieren, das wäre der Hammer. Aber schwierig. Wenn denn mit Curseplay. Und ich glaube, da werde ich mich jetzt im 22er wahrscheinlich nicht mit beschäftigen. Ne, im 19er habe ich da. Also, hoho. Hallo. Da waren asymmetrische Felder, mein Freund. Ich habe ja alles damit gemacht. Also, Welker Farm, Let's Play oder ach, Little Norton zum Beispiel. Schwarter Lake, genau das gleiche. Da gab es ja keine Felder auf der Map. Die habe ich gerade selber erstellt. Und die komplette Feldarbeit ist da halt mit Curseplay gelaufen.
Und das waren hier, weiß ich nicht, 2, 2,5 Meter, 3 Meter Arbeitsbreitenfahrzeuge. Ja, also geil war anders, aber gut. So, was macht unser Schwattmeer? Der legt uns da schon mal schön was zusammen. Das ist auf jeden Fall okay. Problem ist, der hält dann da oben an und ist fertig, ne? Dann müssen wir damit irgendwie nach Hause eiern. Ist aber nicht schlimm. Dann schwaden wir das hier noch durch. Und dann holen wir einen Düngerstreuer. Dann machen wir die Wiese schon mal wieder fertig, dass das alles wachsen kann. Dann müssen wir eigentlich die Schwade mit der Ballenpresse nur noch abfahren. Und dann, ja, könnte unter Umständen Ende des Jahres nochmal ein Schnitt bei rauskommen. Weil wir haben jetzt genau die Mitte. Sollte eigentlich hinkommen. Ich glaube, ah, das war schon mal Thema in den Kommentaren. Ich glaube, alle 3 Ingame-Tage ist das Gras erntereif. Ja. Ich glaube, das wird halt beschleunigt, wenn man mit der Grünlandwalze rüberfährt, weil du sofort wieder den Wachstumsstatus hast, aber ah ja. Ja. 2 Riesenberge, Silageballen, das sollte für den Verkauf auf jeden Fall erstmal reichen, denke ich mal, hoffe ich mal. Also wenn wir jetzt hier ganz weit in der Mitte fahren, also die immer so beieinander legen, dann können wir die 3 Schwade schön zusammenschmeißen, dann haben wir hier nochmal ein richtig dickes. Okay, wenn man ihn rausschmeißt und sofort wieder auf Absenken drückt, dann packt er alle 4 Teller mit immer runter. Sonst macht er das separat und der hintere, der hält mir echt zu langsam runter. Das ist so ein Ding, wo ich mir so sage, nö. So, und Abfahrt. Theoretisch müsste er hier alles weggreifen, oder? Bin bald ein bisschen zu weit nach links gefahren, aber sollte funktionieren. Dann können wir nämlich hier ganz entspannt in der Mitte nochmal zurückfahren und dann haben wir fertig. Ich hoffe, der Schwattmeer macht keinen Quatsch. Wir gucken mal. Nö, ist gerade fertig. Sehr schön. Was ein Timing. Okay. Der ist auch so laut, ne? Aber ist schon cool, wie das funktioniert. Guck mal. Doch, ich glaube, hiermit bin ich mehr einverstanden. Mit der Anzahl der Schwade. Aber unser Bandschwade könnte wirklich weg. Wie viel kriegen wir denn dafür noch? Wir können mal gucken. Schwade. Na, 50.000 würden wir dafür aber noch kriegen. Das ist eigentlich kein schlechtes Geld. Hätte ich jetzt gesagt. Oh, der ist auch bald angekommen. Wir fahren mal so weit, wie wir hier jetzt noch Zeit haben mit dem Kollegen. Oh, oh, cool, der sammelt den ganzen Kleinkram auch ein, was er noch so rumgelegen hat. Natürlich schön. Aber ich muss sagen, wie der Schwader sich so über diesen dynamischen Boden bewegt, das ist voll okay. Also optisch ein Bein frei. Ja, guck mal hier, die ganzen kleinen Klecks. Also, die, was hier so rumliegt, wo er jetzt gerade rüberfährt. Das packt er halt alles schön zusammen. Das wird alles mitgenommen. Vorherragend. So. Wenn wir mal hier ganz scharf umdrehen. Ausrichten und dann können wir eigentlich schon mal anschalten und dann lassen wir doch mal so zurückfahren und dann hätten wir na, dann wären wir mit dem Mähen und mit dem Schwaden eigentlich durch, dann müssen wir nur noch pressen und wie gesagt, das dauert halt Ewigkeiten. Ja, der wird ja da hinten hoffentlich bald anhalten, dann können wir damit zurückeiern. Okay, der Klecks bleibt liegen, ist aber nicht schlimm, dann fahre ich damit erstmal nach Hause. So, den haben wir schon mal abgeparkt, der ist soweit fertig und ich habe mir, glaube ich, gerade angewöhnt, die ganzen Fahrzeuge, die wir gerade nicht so brauchen, hier einfach auf der Wiese abzuparken, ist eigentlich auch nicht richtig und ich habe ganz stark Bedenken, dass wir diesen Apparatismus da hinten unter unser schönes Schleppdach kriegen.
Vielleicht muss der erstmal draußen schlafen oder wir parken den woanders hin, weil da ist quasi Grünlandtechnikhalle. Oh oh, ich glaube, wir brauchen noch mehr Hallen. Apropos Hallen, ich glaube, da war noch mal irgendwie was Neues mit dabei, oder? Beim Platinum DLC, ich glaube, irgendwas mit. Aber die waren so riesig. Wir schauen einfach nach, komm. Ich wollte eigentlich den Düngerstreuer holen, aber. Hier waren. Hier, guck mal. Schüttgut halt. Das sind Riesendinger. Die sind echt nicht schön, weil die sind doch weiß und so. Aber da kannst du halt auch voll die Dinger drin parken, weil die sind so hoch. Also theoretisch kannst du hier Ballen stapeln ohne Ende. Garage, Fahrzeuge, Geräte abstellen, steht hier, ja. Und die Wände haben halt so eine Kolli, damit man hier Zeug drin fahren kann. Aber die sind dann nicht tief genug. Also als Bergeraum wäre das jetzt nicht so toll. Dann hast du hier noch. Feiere ich ein bisschen, wenn ich ehrlich bin. So eine riesen Fachwerkhütte hier. Ne? Also ein riesen Klopper von Halle mit Solarfelder drauf. Die Hälfte hätte es vielleicht auch getan, aber. Ah, hier kriegst du auch Fahrzeuge. Ach, warte mal, ist komplett freitragend. Da ist kein Pfeiler in der Mitte. Wäre für große Fahrzeuge echt nicht schlecht, ne? Und dann hast du halt hier noch so eine große geschlossene Halle. Das ist der Hammer. Das Ding ist ja mega. Das hat ja eine eigene Postleitzahl, das Ding hier. Ja, aber viel zu groß. Ne? Ich hätte ja fast gesagt, so was hier. Aber ist auch sehr, sehr, sehr dominant groß. Na, bin ich nicht so der Freund von. Komm, wir holen den Düngerstreuer. Dann hauen wir da wenigstens noch ein bisschen Dünger auf den Acker. Dann ist das Gras nämlich soweit alles wieder fertig. Boing, jetzt ist alles verbogen. So. Hilft ja nicht, wir müssen trotzdem ran. Da müssen wir den nochmal voll machen oder reicht es? Bin mir da immer nicht so sicher. Der hat noch 74%. Na, notfalls können wir aus dem Düngerstreuer rauskaufen, ist auch kein Problem. Dann fahre ich jetzt noch hin und hau noch ein bisschen Dünger auf die Wiese. Ne? In der Zeit, wo der da am Pressen und Wickeln ist, haben wir alle Zeit der Welt. Die Schwader sind alle soweit fertig. Deswegen können wir uns jetzt ganz in Ruhe Zeit lassen und alles soweit fertig machen. Und ich bin am Überlegen, ob ich die Ballen schon abfahre. Dass ich die dann schon beim Viehen damit hinpacke, wird halt von der Kollision untereinander performancetechnisch richtig ekelhaft, aber naja. Dann können wir wenigstens vorspulen, sobald der dann irgendwann mal fertig sein sollte, dass wir in die Aussaat für Weizen und in die Häckselernte für den Mais gehen können. Na? Das klingt doch nach einem guten Plan. Guck mal, hier sind noch. Der ist gerade im dritten Schwad und hier liegen noch Viere, also knapp die Hälfte. Und sind überschaubare Fahrwege. Ich denke, das ist okay. Da kann ich mit leben. So, ja, ich hau jetzt hier noch Dünger drauf und dann sind wir hier, theoretisch. Guck mal, jetzt kann ich auch den Helfer hier hinknüppeln. So, guck. Die Ballen liegen so weit auseinander. Hier passiert nämlich gar nichts. Kontakt, kollisionstechnisch. Und ja, ich muss sagen, der neue Schwader ist schön. Funktioniert sehr, sehr gut. Ja, kann man auch mal so einen schönen großen Traktor davor hängen. Sieht optisch sehr gut aus. Und ungefähr so hatte ich mir das vorgestellt. Bin sehr zufrieden, dass der Plan so funktioniert. Ja, nur die Arbeitsgeschwindigkeit wäre hier noch ein bisschen cooler. Ein schnellerer Wickler wäre toll. Ja, wenn der den Ballen hinten nämlich rausgefeuert hat, dann dürfte der theoretisch auch schneller fahren. Aber werden wir uns mal nicht drüber aufregen. Ich bin froh, dass der Helfer damit überhaupt klarkommt und alles ordentlich macht. Und ja, Freunde, ich würde sagen, das war's für heute. Ich denke, beim nächsten Mal gehen wir in die Maisernte zum Häckseln und in die Weizenaussaat. Ja, ob die Ballen denn schon hinten am Viehhändler liegen oder nicht, werden wir sehen. Bis dahin, macht keinen Quatsch. Wenn ihr hauen.